Jans und herzlich willkommen zurück zu Wreckfest. Weiter geht's mit dem dritten Race hier in dieser Session. Oder wie auch immer man das nennen möchte. Big Valley Speedway, 8er Form. Ja, das könnte zu vielen Crashen führen. Crashen mindestens 3 Gegner, verursachen mindestens 500 Schaden. Ich hoffe, ich werde nicht ganz so schnell rausgecrashed. Das zählt nicht, schade. Zählt leider auch nicht. Oh, schade, schade. Alter, was geht hier ab? Okay, 2 Wagen rausgecrashed. Ziel erreicht. Aber I don't care. Weiter geht's mit Leuten rauscrashen. Boom. Ich glaube, das war ziemlich knapp. Das geht ab wie ein Exil. Untersteuern, mega am Start. Ultimate Night of Super Sexiness, what? Die Lenkung ist ziemlich beschädigt. Nee, jetzt hat er mich rausgecrashed. Die Sau. Ich bin 16, nicht gut. Holy shit. Das war ein Treffer. Ich habe mich da gar nicht so drauf geachtet, was für ein Platz dass ich bin. Okay, 12. plötzlich. Von 16 auf 12. 10. Ist natürlich gut, dass die sich alle hier so knebeln. Was ist hier los? 6. Nice. Fünfte, 4. Wird ja immer besser. Allerdings habe ich nur noch 36 HP. Nicht mehr allzu viel. Holy shit. Das war knapp. Sonst soll ich da schon ein bisschen aufpassen, was ich jetzt mache. No! Genau deshalb. Die dritte ist... Der fünfte ist eine Sekunde hinter mir. Das ist ein bisschen komisch, aber... Wenn ich jetzt plötzlich vom... Ne, warte doch, ist richtig. Ich war ja noch gar nicht der dritte. Alter, wie das Auto aussieht.
hat es auch schon wieder mehrere Fatalities gegeben, die auf der Strecke gestorben sind. Okay, Runde 11. Komm, wenigstens zweite wäre gut. Ich würde mich damit sogar zufrieden geben. Letzte Runde. Ich komme viel zu weit nach draußen. Nee, Carol. Nee, 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 nee. Okay, das hat ein bisschen Zeit gekostet für ihn. Oh, komm. Zweiter wenigstens. Yes. Wenigstens zweiter. Das war wichtig. Oh shit, der Loop Hauptstrecke. Fahre die beste Runde, lasse mindestens drei Gegner rausdrehen. Das wird brutal. Kann ich euch sagen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das brutal wird. 24 Leuten, 12 Runden. Ja. Nice, wieder einfach. Sie ist fast auf mich drauf gesprungen. So, da sind wir wieder beim Deathloop. Leider hat sich da das Spiel einfach aus unerklärlichen Gründen ausgeschaltet. Und außerdem hatte ich gerade noch Probleme mit dem Deathloop selbst, also mit diesem Looping. Irgendwie ist der für mich einfach unsichtbar gewesen. Deshalb, ich habe jetzt einfach mal alle Mods rausgenommen. Mal schauen, wie es jetzt wird. Falls das immer noch ein Problem sein sollte. Ne, jetzt ist gut. Perfekt. Oh shit! Das tat weh. Und vorhin bin ich einfach durch den Looping durchgefahren, also durch das Holz und alles, eigentlich geradeaus. Ohne den Looping zu machen. Und das ist ja nicht das in dieser Map. Zwei von drei rausgedreht. Dann weiß ich gar nicht mehr, was die Ziele alle waren. Das gilt auch. Okay, dieses Ziel hätten wir schon mal. Ich glaube noch irgendwie was mit Schaden oder so. Naja, sehen wir gleich. Rausgecrashed. Auch rausgecrashed. Dritter Platz. Jetzt sind wenigstens auch die Autos wieder ein bisschen sauberer als vorher. Das war dann also doch durch den Mod. Aber dafür sind die Texturen ein bisschen unschärfer. Weil ich vorhin Modpack drin hatte, die 2K-Texturen gemacht hat. Besser gesagt, einfach die Texturen ersetzt hat. Den nehme ich mit. Gute Punkte. Ein bisschen XP und so. Why not? Ich bin Zweiter. Das tat auch gut. Hat nicht allzu viel gekostet. Sie zeigt unser Leben. Okay, woher kommt jetzt Chibo wieder?
Ich finde den Devloop schon ziemlich nice als Strecke. Hat irgendwie was. Vierte Runde. Beziehungsweise jetzt fünfte Runde. Erster Moment. Sieht gut aus. Das... Ah ne, das war ein anderes Auto. Ich dachte schon, das ist das Auto, das hier einfach tot rumliegt. Die ganze Zeit auf und ab fährt. Okay, den hat es rausgeschmissen. Sehr gut. Sogar zerstört hat es ihn gerade. Habe ich gesehen im Augenwinkel. Beste Runde. 40 Sekunden. Holy smokes. Mega gut. 3 Sekunden hinter mir ist der zweite. Nimm dem Looping immer mit. Ja, doof von dir. Schon als Bande benutzen, sehr gut. Da ist Shiba, glaube ich. Im Mini. Der hat es auch nicht geschafft. Und die Mini-Knight hat Sexiness. Kurz mal upcrashen. Das untersteuert leider ziemlich das Auto. Manchen Kurven. Der Darky ist jetzt hinter mir. Chibo hat es also zerlegt. Ne, der ist dritte. Komischweise haben die jetzt wieder 20 Sekunden Rücksprung, Rücklauf, Zeitverzug. I don't know, wie man das called. Den nehme ich mit. Okay. Nicht so gut funktioniert, wie ich dachte. Aber ich habe ihn getötet. Wenigstens etwas. Nur sind immer mehr Leichen, die ein bisschen im Weg stehen. Jetzt nehme ich hier mal den Sprung mit. Diese 40 Sekunden kann ich nicht mehr unterbieten, wie es aussieht. Da war ich schon ziemlich gut. Oh, das war knapp. Shit. Das meine ich. Da gibt's jetzt schon viele Leichen, die im Weg stehen. Nee, Junge! Okay, gleich die letzte Runde dann. Nee, es gibt ja noch eine Runde. Chibo, ich würde aufpassen. Um dich zu holen.
Und Shibo hat es wahrscheinlich nicht geschafft, wie es aussieht. Nicht mehr so schnell und gut. Oder ich bin einfach viel besser geworden. Kann natürlich auch sein. Und die Autos sind natürlich alle viel schneller. Okay, das war doof. Das war noch doof. Aber beendet. Naja, kurz vor dem Ziel noch fast geschrottet. Nice. 9000 Credits. Nein, 2500, sorry. 9000 insgesamt. Ich wollte mich schon freuen. Jetzt kommt der Bonebreaker Valley. Die Hauptstrecke. Fahre die beste Runde, beende das Rennen auf Position 1. Wieder 12 Runden. Ja, jetzt weiß ich leider gerade nicht, wie lange diese Folge sein wird. Naja, entweder schneide ich das hinten noch ab. Oder ich cutte das in der Mitte, mal schauen. Aber auch diese Strecke ist ziemlich brutal oder kann brutal sein. Vor allem, wenn man mich als Spieler hat. Rausgedreht. Komm schon, Shibo. Das ist einer meiner Erzfeinde. Ja, untersteuert massenhaft das Auto. Schlecht enden können. Obwohl, ist einer voll reingefahren. Kurven muss ich besser nehmen irgendwie, das bringt gar nichts. Wenn ich das mache. Beste Runde, 30 Sekunden. Sehr nice. No! No! Das tat weh. Leider schon nicht mehr, was die Ziele waren. Wieder Fall Erster zu werden, das ist klar. Oder was noch? Möglichst viel Schaden. Rausdrehen ja nicht, weil sonst hätte ich das ja schon geschafft. Zumindest einer. Die Kurve auch gut genommen. Oh! Ich sehe da manchmal mein Leben vorbeiziehen. Nice.
Zepak ist vor uns. Aber ich glaube, das wird nicht lange so bleiben. Bei diesem Chaos, das hier herrscht. Und drüben fährt er. Ja. Da haben wir schon wieder den ersten Platz. Allerdings ist er gleich da hinten. Ihn hat es natürlich nicht erwischt. Komm schon. Da fährt eine Leiche rum. Er ist direkt hinter uns. Jemand soll ihn bitte mal rauscrashen. Asphalt ist das auch ziemlich viel schlechter als auf Dirt. Oh, was ist hier los? Voller Absicht rammt er in mich rein. Oh shit, den haben wir demoliert. Xepik ist jetzt vor uns, shit. Das war kurz vorm Ziel. Wir haben noch zwei Runden. Davon ist er mit dem roten Auto. Und jetzt hat er ein bisschen Vorsprung vor uns. Kritischer Schaden haben wir. Ich glaube, der Sieg, das Rennen noch. Er wird leider ein bisschen besser als ich. Oder auch nicht. Jetzt sind wir Platz 1. Knappes Ding. Könnten wir doch noch siegen? Yes. Das war knapp, Mixapack. X-A-Pack. Das andere lese ich jetzt mal nicht. Beefsack. Cool. Manche Namen sind so doof, was sie schon wieder gut sind. Aber gut, ich würde sagen, das war's wieder von dieser Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.